so ohne? Habe ich durch. Servus, Servus und Hallo zu einem neuen Video. Ich habe euch im letzten Video angelogen. Heutzutage, da weiß man wirklich nicht mehr, wem man trauen kann. Egal ob in den Nachrichten oder sonst wo, ob das Fake News oder was auch immer ist. Also bitte, Freunde, passt auf, wen ihr traut. Die Pferde haben es kalt. Dass ich auf Urlaub war, ja, das war korrekt. Ich war auf Urlaub, aber ich war nicht in der Dominikanischen Republik. Ich war nur 2 Tage in Ungarn in einem ganz einem billigen Hotel. Und diese Rechnung, was das kosten wird, den Eintritt, das muss ich alles erst einmal meiner Freundin zurückzahlen. Ja. Das wird mich wieder sicher 200-300 Euro kosten. Normalerweise fliege ich im Winter immer mindestens 2 Wochen oder 3 Wochen irgendwo hin in den Süden. Aber dieses, ich kann es mir einfach nicht mehr leisten und es ist einfach ein großes Problem. Deswegen brauche ich eure Unterstützung mit Klicks und Likes und Kommentare, dass ich ein großer YouTuber werde mit 5 Millionen Abonnenten, dass ich mir das leisten kann, dass ich in die ganze weite Welt hinaus in den Süden fahren kann mit dem Fahrradwohnwagen. Ja, weil ich möchte in der Zukunft nur noch mit dem Fahrradwohnwagen in den Urlaub fahren und jetzt muss ich mir erst einmal einen Fahrradwohnwagen bauen. Ich bin wirklich ärmer, als ihr glaubt. Ich habe nicht einmal ein eigenes Dach über den Kopf. Okay, ich habe vielleicht einen Fahrradwohnwagen, einen selbstgebauten, aber der ist nicht fahrbar. Ich brauche einen neuen, einen fahrbaren Fahrradwohnwagen. Und ich habe nicht einmal im Moment so viel Geld, dass ich mir neues Material für einen neuen Fahrradwohnwagen kaufen kann. Deswegen, bitte, wenn du ein Österreicher bist, dann like das Video und schreibe einen Kommentar hier rein für Österreich, für die österreichische Fahrradwohnwagen-Szene. Und wenn du ein Deutscher bist und ein gutes Herz hast und eine gute Person bist, dann schreib bitte auch etwas hierher und unterstütz mich. Und wenn du mich noch mehr unterstützen möchtest, dann spende mir bitte etwas. Ich weiß nicht, wie das mit diesem PayPal oder wie auch immer ist. Ich brauche einfach eine Unterstützung und wenn du unter meinen ersten 1000 Abonnenten kommst, dann werde ich dich, wenn ich 5 Millionen Abonnenten habe, werde ich dir immer Geld monatlich von meinem Vermögen abgeben. Das wird einfach eine gute Investition in deine Zukunft sein, wenn du mich unterstützt. Weil Menschen in Not, denen hilft man. Hilft man? Ja, falls sich das gestört hat, dass ich dich angelogen habe im letzten Video, dann tut's mir leid. Ich wollte einfach mal was Neues ausprobieren und mit dem Titel, ich habe euch angelogen, hoffe ich, dass ich ganz tausende von Millionen Klicks bekomme. Ja, ich muss jetzt zum Hofer mir etwas zum Essen kaufen, weil ich bin sauhungrig. Ja. Jetzt habe ich mir das Wecker gekauft und so viel habe ich für heute noch zum Essen, weil ich muss mir das Geld jetzt wirklich einteilen, dass ich bis ans Monatsende noch Geld habe, weil ich verdiene wirklich nur ganz wenig Geld. Ja, ich bin wirklich ärmer als wie der Enduro René. Der Enduro René, der hat zumindest ein eigenes Haus und 2 Fahrradwohnwagen. Ich habe kein eigenes Haus, ich habe einen Fahrradwohnwagen, der nicht funktioniert und nicht einmal 1000 Abonnenten. Der Enduro René hat jetzt 10.000 Abonnenten und deswegen bitte, Freunde, unterstützt mich und zeigt das Video deiner Schwester.
Jetzt versuche ich irgendwo einen McDonald's zu finden, um das Video hochzuladen, weil ich möchte, dass dieses Video endlich einmal so richtig durch die Decke geht. Zeig das Video bitte deiner Schwester. Tschüss.